Nach dem tödlichen Angriff in Norwegen gehen die Ermittler von einem terroristischen Hintergrund aus. Bei dem Tatverdächtigen handelt es sich um einen 37 Jahre alten Dänen, der zum Islam konvertiert sei. Er sei wegen einer möglichen Radikalisierung bereits im Visier der Sicherheitsbehörden gewesen. Der Mann soll gestern Abend in der Kleinstadt Kongsberg südwestlich von Oslo mehrere Menschen mit Pfeil und Bogen attackiert haben. 5 Menschen wurden getötet und 2 verletzt. Kongsberg trauert. Schulklassen kommen zur spontan eingerichteten Gedenkstätte im Zentrum der norwegischen Kleinstadt. Ganz in der Nähe der Supermarkt, in dem der 37 Jahre alte Mann gestern mit Pfeil und Bogen Menschen angriff. Medien berichten, er habe auch andere Waffen genutzt. Die Polizei spricht am Morgen von einem zum Islam konvertierten Dänen. Sie untersuche ein terroristisches Motiv. Es gab in der Vergangenheit Befürchtungen, dass er radikalisiert war, und die Polizei nahm Kontakt auf. Das war nicht in diesem Jahr, sondern 2020 und davor. Der norwegische Geheimdienst teilt wenig später mit, der Angriff habe in diesem Stadium der Ermittlungen den Anschein eines Terrorakts. Notrufe erreichten die Polizei gestern Abend um kurz nach 18 Uhr. Etwa eine halbe Stunde später wurde der Mann festgenommen. Der neue sozialdemokratische Ministerpräsident äußert sich heute kurz nach seiner Amtseinführung. Meine Gedanken sind bei jenen, die dies erleben mussten, bei ihren Verwandten und Angehörigen und allen, die in große Angst versetzt wurden. Ich stehe in Kontakt mit den Menschen in Kongsberg, die dies als vollkommen surreales Ereignis wahrnehmen. In der Vergangenheit war der mutmaßliche Täter wegen Diebstahls, Drogenmissbrauchs und Morddrohungen gegenüber Familienmitgliedern verurteilt worden. Nun wird er einer psychiatrischen Untersuchung unterzogen. Das Motiv für diese Tat ist noch unklar. Und über den Angriff in Norwegen gestern Abend und die Hintergründe hat mein Kollege Gerrit Derkowski am Vormittag mit unserem langjährigen Skandinavien-Korrespondenten Klaas-Oliver Richter gesprochen. Als erstes hat er ihn gefragt, was mittlerweile über den Verdächtigen bekannt ist. Ja, der 37-jährige Däne lebt offensichtlich seit vielen Jahren in Kongsberg und ist dort tatsächlich auch immer wieder auch beobachtet worden von der Polizei, weil nach seiner Konvertierung zum Islam dort eine Radikalisierung bei ihm festgestellt wurde. Allerdings hat es in diesem Jahr bei den letzten, ich sag mal, Überwachungen und Auswertungen hat es nicht dazu geführt, dass eine besondere Gefährdung festgestellt worden ist. Deswegen ist man nicht weiter auf ihn zugegangen. Aber wenn es diese Konvertierung zum Islam gab und nun diese Tat, ist die also womöglich islamistischem Terror zuzurechnen? Zu den Motiven hat sich die Polizei genau in der Pressekonferenz vor einer Stunde noch nicht geäußert. Allerdings liegt das natürlich nahe, zumal über ihn bekannt ist, dass er schon seit 9 Jahren eigentlich zum ersten Mal auch wegen Kriminalität aufgefallen ist und dass er zum Beispiel auch im vergangenen Jahr mit einem 6-monatigen Kontaktverbot zu seiner Familie belegt worden ist, weil er seine eigenen Angehörigen bedroht hatte. Also dort gibt es eine offensichtlich kriminelle Historie, eine kriminelle Entwicklung. Und er wurde eben tatsächlich auch als Gefährder und als radikalisierter Islamist seit längerer Zeit eingeschätzt. Ja. Sie waren als Korrespondent selbst auch schon in der Kleinstadt Kongsberg. Was ist das für eine Gegend? Na, die Stadt Kongsberg liegt 70 Kilometer, 80 Kilometer südwestlich von Oslo, gehört zum Speckgürtel rund um die norwegische Hauptstadt, war früher mal eine Bergwerkstadt. Jetzt gibt es eine Menge Industrie, Hochtechnologieindustrie. Also man lebt dort gut, man kann dort gut Geld verdienen, man kann dort ja auch sehr schön in der Natur leben. Es gibt ein tolles Skigebiet drumherum, ist eigentlich sehr beliebt. Es ist also nicht so, dass Kongsberg eine Stadt ist, in der Menschen leben, die eigentlich Sorge haben müssen, ein gutes Auskommen zu haben. Aber als Industriestadt eben doch etwas anderes als beispielsweise die Insel, auf der vor rund 10 Jahren der Attentäter Anders Breivik 77 Menschen ermordet hat. Gibt es denn noch Parallelen zu dem Fall von damals? Parallelen bin ich mir nicht sicher, aber natürlich werden Erinnerungen wach. Denn vor 10 Jahren hat man sich nicht vorstellen können, dass in diesem sehr wohlhabenden und sehr friedlichen Norwegen es zu so einem Ausbruch an Gewalt kommen kann. Und jedes Mal, wenn es dann wieder so eine Gewalttat gibt, dann werden natürlich Erinnerungen wach und natürlich Fragen die Menschen sich immer wieder, hängt das irgendwie zusammen oder ist es wieder eine Einzeltat? Also ich glaube, Parallelen sind
nicht so herzustellen, aber Erinnerungen, die gehen relativ schnell wieder, die werden wieder relativ schnell wach. Und ein Problem taucht wieder auf, denn schon bei Anders Breivik war es damals so, dass die Polizei Schwierigkeiten hatte, an Waffen zu kommen, weil sie in Norwegen generell nicht damit ausgestattet ist. Jetzt in Kongsberg ist es wieder so. Kann das Konsequenzen haben? Sollte das Konsequenzen haben? Also grundsätzlich ist es so, dass in Norwegen die Polizisten nicht ganz normal Waffen tragen, wenn sie im Dienst sind, sondern das wird über die Sicherheitspolizei zentral festgelegt. Da gibt es dann eine Analyse, die vorgenommen wird für die nächsten 4 Wochen, wird das Waffentragen dann angeordnet. Das hat in diesem Fall nicht stattgefunden und die Polizei hat reagiert, hat heute Morgen landesweit erst einmal wieder angeordnet, dass die Polizisten Waffen tragen sollen. Aber üblicherweise gehen Polizisten nicht bewaffnet auf Streife oder in den Dienst.